Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen DM-Haul für dich, der besteht aus zwei Online-Bestellungen und einer Vor-Ort-Einkaufsgeschichte. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Irgendwie, die Kartons, die sehen immer viel größer aus als das, was letztendlich drin ist, oder? Es ist crazy. Ich habe das jetzt in Kategorien unterteilt, dann könnt ihr schauen, was euch gerade interessiert und was eher weniger. Und ich starte mit den Haushaltsprodukten und klassischerweise starte ich mit Limited Edition Toilettenpapier oder halt Toilettenpapier im Allgemeinen. da habe ich jetzt so eine schöne LE mit einem wunderbaren Eisbären, der Schlittschuh fährt. Also das ist ja auch etwas, was sehr naturnah ist. Und in dem Sinne habe ich mir gedacht, das ist doch eine ganz gute Geschichte, wenn man sowas auch in die eigenen vier Wände hineinholt. Ja, ich weiß, es ist kitschig, es ist total unnötig, aber ich liebe es einfach. Ne? Und auch wenn wir tatsächlich diesen Winter noch keinen Frostschnee oder sonst was bei uns hatten, liebe ich es, dass hier Schneeflocken drauf sind und das Ganze halt in diesem winterlichen, weihnachtlichen Design ist. Ne? Und dann gibt es wohl schon eine neue Limited Edition. Man muss ja mitnehmen, was man kriegen kann. Ne? Die sich jetzt so ein bisschen Richtung Valentinstag orientiert. Denn sie heißt Rainbows Make Me Happy. Da geht es um Regenbogen. Wir haben Herzchenklopapier. Das musste natürlich auch mit der... Ja, wir haben dann Regenbögen und Herzchen auf dem Klopapier. Es gibt einfach nichts Wichtigeres, als sich mit irgendwas mit Motiv den Hintern abzuputzen. Dann habe ich hier noch Backpapierzuschnitte von Profissimo geholt. Ja, benutzen wir halt immer wieder, ne? Falls ihr eine Idee habt, Backbleche, die in IKEA-Backöfen passen, aber halt auch gut sind. Also wir haben schon welche bestellt und die sind jedes Mal so abgesplittert angekommen. Also das war total blöd. Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, weil ja nach den Jahren, wir sind 5 Jahre wohnen wir, glaube ich, nein, 6 Jahre, 6 Jahre wohnen wir schon hier, ja. Wollten wir uns mal neue Backbleche gönnen. Genau, weil wir halt wirklich super viel im Backofen machen und unsere Backbleche sind mittlerweile ziemlich verzogen und da hätten wir gerne mal neue. Ja, die sind mittlerweile echt Uppe. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich habe hier Backpapierzuschnitte, die brauchen wir halt, weil, wie gesagt, wir machen öfters was im Backofen. Wir haben auch so wiederverwendbare Sachen, ne? so Silikonbackmatten und hast du nicht gesehen. Aber manchmal ist es einfach schön, auch wirklich Backpapierzuschnitte zu verwenden. Dann habe ich ein bisschen was für die Wäsche mitgenommen. Geruchsentferner von Dr. Beckmann ist super, super wichtig. Ich hatte das mal bei Nathalie Nordbeauty gesehen, dass sie den in die Kamera gehalten hat, weil sie den bei Action gekauft hat. Und seitdem, ich komme da auch nicht mehr von los, weil wir haben ja auch einen Hund und wenn wir dann halt Sammys Wäsche waschen, dann stinkt das und es riecht so irgendwie nach Käse. Also wirklich irgendwie käsig, ganz, ganz merkwürdig, wenn wir so seine Decken waschen, ne? Und die waschen wir dann meistens auch irgendwie mit anderen Sachen, so Badmatten oder so ein Kram halt auch zusammen. Und das ist halt echt super wenn das so stinkt. Und dann habe ich das mit dem Geruchsentferner entdeckt und da muss ich wirklich sagen, der macht schon wirklich einiges gut. Er macht es nicht hundertprozentig, muss ich sagen. Also man hat immer noch so einen kleinen Müff, aber es ist schon besser geworden, ja. Und deswegen, also das benutze ich dann halt für Sammys Wäsche auch super viel mit. Und ja, ne? Bei manchen Sachen benutzt man das dann halt auch noch. Dann ja, so ein Fleckenspray, Deo und Schweiß. Kannst du aber auch für andere Sachen nehmen von Dr. Beckmann. Finde ich persönlich auch immer sehr, sehr gut. Habe ich auch immer unten liegen und kann man immer gut verwenden. Ja, also gerade wenn du halt diese Achselgeschichten hast bei weißen Oberteilen, ist es super, wenn du halt das hier verwendest und dann halt nicht das ganze T-Shirt irgendwie bleichen musst oder wegwerfen musst oder sonst irgendwas, ne? Da kann man echt noch einiges mit retten. Und auch Babykleidung möchte entsprechend behandelt werden, wenn wir, du kannst nicht immer super schnell sein und auf einmal hast du dann einen Stritz irgendwo und du kriegst einfach die Ausscheidung eines Babys super schlecht aus weißer Kleidung raus, also auch aus seiner weißen Kleidung. Und da hatte ich jetzt in diversen Foren gelesen, dass man Vanish Oxy Action gut nehmen kann. Das ist jetzt auch für Color auch geeignet, also mit Farbschutz, was ich auch schön finde. Wird man aber auch dann bei weißer Wäsche verwenden können, ne? Also wir haben für Julius sowohl bunte als auch weiße Kleidung und auch auf den ganzen Spucktüchern und so. Du hast immer irgendwo irgendwelche Flecken und das ist effektiv gegen 100 plus Flecken, also gegenüber 100 Flecken, also auch gegen
Babyausscheidung. Jo, dann habe ich hier so ein bisschen Beauty-Zeugs. Da habe ich das allererste in den Haaren schon drin. Das ist dieses Scrunchie aus dieser Essence Hugs and Teddies Limited Edition. Ne? Da habe ich mir einfach so das ein oder andere von gekauft. Da habe ich euch auch ein Reel auf Instagram abgedreht. Könnt ihr mir gerne folgen. Claudis Welt unterstrich heiße ich da. Da poste ich gerne, wenn ich so im DM, im Rossmann, im Action bin, dass ich euch so eine... Ja, keine Ahnung, kein kleiner Zusammenschnitt aus den Neuheiten, die ich so gefunden habe, poste ich dann da immer, dass ihr da auch halt mitgenommen werdet. Ja, da habe ich mir halt, wie gesagt, die LE dann gekauft. Fand ich persönlich ganz interessant. Da habe ich jetzt einmal hier die Eye and Face Palette. Das ist jetzt alles noch zugeklebt, ne? Ja, da haben wir Lidschatten drin und wir haben da auch einen Highlighter und einen Blush mit drin enthalten. Und das habe ich bei Like a Daisy in Spring bei der lieben Sarah Isabel gesehen, als sie das vorgestellt hat. Und mich hat das angesprochen, nicht nur, weil ich Teddys unheimlich süß finde. Und ich am liebsten, oh, Julius die ganze Zeit in irgendwelchen Teddy Pyjamas oder so hätte. Nein, nein. Sondern auch, weil ich einfach finde, dass es sehr praktisch ist, was hier drin ist. Es sieht öde aus, wenn man das so auf den ersten Blick sieht, aber du kannst da recht viel mit machen. Maxim hat gezeigt in seinem Video, und das fand ich richtig cool, dass du den Ton hier als Highlighter auch nutzen kannst. So ein schlauer Mensch, ne? Ja, und ansonsten hast du hier halt eher so Move-Töne und gedecktere Töne. Aber sowas kann ich mir halt für den Alltag auch schön vorstellen, dass wenn es mal schnell gehen muss, man hier einfach so eine Palette hat, um ein bisschen Frische auch ins Gesicht zu zaubern. Also ich finde das cool und ja, also den könnte ich mir sogar noch als Bronzer vorstellen, wobei da hat man halt so ein bisschen Probleme, dass das Fännchen winzig ist. Ne? Aber es wäre für mich tatsächlich der perfekte Bronzerton und da wäre es wirklich cool gewesen, wenn die den Ton hier in groß drin gehabt hätten. Gut, dass du den in klein hast, ist in Ordnung. Dann kannst du den für Lidschatten und Highlighter verwenden. Ne? Aber der in groß in der Palette wäre richtig cool. Aber da hat Catrice, glaube ich, jetzt auch so Sachen im neuen Sortiment drin, ne? Die halt dem sehr ähnlich sind. Ja, ich weiß auch nicht, meine Nase juckt. Ich habe eben mit Sammy geschmust. Ich habe überall jetzt Hundehaare. ja, aus der LE habe ich mir jetzt auch noch Lippenprodukte bestellt. Das ist jetzt hier einmal Hugs and Teddies, der Plumping Lip Gloss. Den fand ich ganz hübsch. Diese Plumping-Geschichten mag ich gerne. Ich habe jetzt auch gerade ein Plumping-Vieh drauf. Das ist jetzt hier in der Farbe Kiss von Revolution, Pout Bomb. Ihr seht, ne, da ist ja schon gut was raus. Den brauche ich aktuell auf. Dann habe ich auch noch passend zu dem Lipgloss hier so einen Hugs and Teddy Soft Lip Liner. Der ist in der Farbe 01 So Berry oder Berry Soft. Fand ich auch schön von der Farbe her. Die Pinsel mussten natürlich auch mit. Fand ich hübsch. Ne? Hier sind Hörchen drauf. Die Umverpackung schmeißt man in 0, nichts weg, aber trotzdem ist es süß. Ja. Ja, ich weiß, ich weiß. Manches ist einfach total dumm. Dann habe ich mir auch noch mitgenommen, da gab es neue Nagellacke von Essie. Und, achso, den Essence-Nagellack aus der Hugs and Berry Kisses habe ich natürlich auch mitgenommen. Das ist ein mattes Braun. Den wollte ich mir mal angucken auf den Nägeln. Mal schauen, wie der dann aussieht. Genau, denn die anderen Sachen haben mich nicht so angesprochen aus der LE, aber da war ja auch gar nicht Nagelsticker. Nee, nicht ich. Genau, Essie hat neue Nagellacke rausgebracht. Love, 80% pflanzenbasierter Nagellack. Und das ist so ein ganz, ganz helles Mintgrün. Finde ich wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön. Richtig geil. Wie heißt die Farbe? 220. Revive to Thrive. Und da muss ich einfach mal gucken, wenn der mir halt gut gefällt. Vielleicht hole ich mir da noch mehr von, aber da wollte ich erst schauen bei einem, wie die Formulierung ist, wie die Deckkraft ist, ne? Weil wenn ich da mehr als, ich sag mal, 3 dünne Schichten von brauche, um ihn deckend zu kriegen, dann ist das nichts. Die wollte ich jetzt demnächst auch mal mit euch testen, wahrscheinlich in einem Reel auch wieder auf Instagram, weil es schneller geht und dann halt auch nochmal irgendwie hier auf YouTube in einem Video integriert von L'Oreal, die Telescopic Lift Mascara, das ist diese hier, die ist neu. L'Oreal macht so schöne Mascaren, genauso wie Maybelline ja auch, die stehen für mich einfach beide so, ne, für Mascaren. Und die ist halt echt spektakulär. Richtig, die sieht aus wie eine Assel, ne? Guckt euch das mal an. Also das ist ein ganz festes Gummi, fast schon Plastikbürstchen. Ist so flach, wenn man von der Seite guckt. Aber dann doch irgendwie so ein bisschen, also ganz verrückt, wirklich wie eine Kellerassel. Ja, ja, das ist jetzt nicht so unbedingt das Verkaufsargument. Ne? Aber gut, wollte ich ausprobieren. Ist, glaube ich, ziemlich spektakulär, das zu verwenden. Wahrscheinlich ähnlich wie von Charlotte Tilbury. Ja, tatsächlich. Die
Pillow Talk, Tüdelü, Push-Up Lashes, Mascara. Genau. So, aber da habe ich ja schon von Eveline ein Dupe zugefunden und die Telescopic Lift ist teurer als die Eveline Mascara. Ich weiß nicht, was die Firmen aktuell haben mit ihren Puder Foundations oder das, was hier Train It Up auch hat, auch da schon wieder die Theke leer, mit diesem Cream to Powder oder halt generell jetzt Puder Foundations. Da habe ich mir jetzt auch zwei mitgenommen, die wollte ich auch mal testen. Auch da wahrscheinlich einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Ne? Maybelline Superstay, 24 Stunden habe ich in der Farbe 20 mitgenommen. Das ist diese hier. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass die mir zu trocken ist dann halt, ne? Weil ich bin ja ein trockener Hautton. Aber ja, kann man ja mal ausprobieren. Und dann noch die Manhattan Lasting Perfection. Das 2-in-1 Make-up in a Powder. All Day Wear Transfer Proof in der Farbe 01 Fair Porcelain. Ich glaube, hier gab es ein paar mehr Farben zur Auswahl als bei der Maybelline. Aber da wollte ich online halt auch nochmal schauen, was ich euch dann da auch zu sagen oder ja, zu sagen kann. Ja, meine Haare, die rasten aus, ne? Ich weiß auch nicht. Dann habe ich mir noch Nachschub mitgenommen von meiner Nivea Intimo Waschlotion Sensitive. Ja, die habe ich halt immer wieder in Anwendung. Ich habe irgendwann mal angefangen, extra Intim Waschlotionen zu verwenden, ne? Und habe einfach gemerkt, dass es mir gut tut. Ja, und Karneval steht vor der Tür. Und Leute, ich werde dieses Jahr Karneval feiern. Sehr wahrscheinlich, so Gott will. Und da habe ich mir dann jetzt ein bisschen was bestellt, weil wir gehen als, ja, wie nennt man das? Diese, ich blende euch das mal ein vom Namen her, wie das heißt. Es sind diese Skull-Geschichten, die man sich dann so ins Gesicht malt. Du kannst dir da auch Gesichtstattoos bei Amazon bestellen. Easy peasy, ne? Also für die, die wirklich gerne so einen auffälligen Look im Gesicht hätten und sich nur eben eine Perücke und ein Kostüm anziehen wollen, du kannst dir das komplette Gedönsen als Tattoo im Gesicht bestellen. Genau, bei Amazon bestellen. Kann ich dir mal in der Infobox verlinken, falls du mich supporten möchtest. Das ist ein Affiliate-Link, ne? Verdiene ich eine kleine Provision da. Ich habe mir aber gedacht, ich möchte mir das irgendwie auf mein Gesicht malen. Amor y Mariposa, das heißt die Lidschattenpalette von Meltklaudinchen. Bla bla. Okay, also zuallererst habe ich mir ein Clownweiß bestellt. Jofrika, keine Ahnung, Theaterqualität. Ja, denn das werde ich ja brauchen, ne? Einiges an Weiß. Und das wollte ich mir dann gönnen. Und dann halt wirklich zum aufs Gesicht malen. Das sieht aber eher aus wie so eine, weiß ich nicht, auch von Eufrika Cosmetics, Aqua, Easy Creative. Ja, das sind wasseraktivierbare Farben fürs Gesicht halt, ne? Ja, ich bin halt nicht so super krass in solchen Sachen. Ich mache sowas eigentlich mit Kajal und so. Ich muss einfach mal gucken. Vielleicht mache ich erst testweise auch den Look und dann kann ich den theoretisch ja auch hier online stellen. Mal gucken. Also ich bin ja immer so, dass ich sage, ich kriege das gar nicht so hin. Aber wenn ich dann einfach mit überhaupt gar keinen Erwartungen daran gehe, dann wird's cool. Ne? Wir waren ja auch schon mal eine Zebraherde. Cruella habe ich euch dann hier ja auch nochmal so einen Cruella-Gedächtnislook abgefilmt. Was wir alle schon gemacht haben. Ne? Richtig, richtig cool. Prinzessin. Ja, dementsprechend, ja, vielleicht wird es ja ganz cool. Dann habe ich ja bei DM einiges zu essen gekauft und auch bestellt, weil ich finde es einfach cool, dass man dort im Prinzip ja einen Biomarkt hat, aber mit okayen Preisen. Also Preise, die ich persönlich auch einfach bezahlbar finde und wo ich sage, Mensch, ja gut, ne, das nehme ich mir dann auch mit. Da habe ich mir einmal Apfelmark mitgenommen, also quasi Apfelmus. Ich liebe Apfelmus, ich esse zu allem Apfelmus. Das ist ein bisschen crazy bei mir, also ich esse das zu Eintopf, ich esse das zu Braten, ich esse zu allem möglichen, zu Rouladen, Nom. Ja, also ich esse ja auch Nudeln mit Apfelmus, Vanillepudding mit Apfelmus. In manchen Situationen bin ich wirklich äußerst merkwürdig, was meine Esskultur angeht, aber so bin ich groß geworden. Und Weihnachten ist nämlich meine Mom mit ihrem Mann auch vorbeigekommen und die haben halt Rouladen mitgebracht, die und Rotkohl und Klöße. Und ja, die haben auch Apfelmus mitgebracht, weil meine Mom und ich dazu halt Apfelmus gegessen haben. Und mein Freund und mein Stiefpapa guckten nur ziemlich merkwürdig uns an, aber so kennen wir das halt. Und ich liebe es so sehr und ich werde auch nicht irgendwie das umstellen, weil andere das merkwürdig finden. Ich liebe es einfach. Ja, dann halt entsprechend passend dazu habe ich einfach, wenn es auch mal schnell gehen muss, einen Erbseneintopf mit Gemüse mitgenommen. Ich glaube, die sind relativ neu bei DM Bio. Habe ich vorher nämlich noch nicht gesehen und da habe ich mir gedacht, komm, nimmst du mal so ein Ding mit. 400 Gramm sind hier drin. Ich weiß nicht, ob das dann eine oder eher zwei Portionen sind. Vielleicht zwei kleine und eine
große Portion, weiß ich nicht. Aber das kann ich ja einfach mal gucken, ob das schmeckt. Und wenn das schmeckt, dann kann man sich das ja auch einfach auch öfters mal holen. Und ja, weil mein Freund halt gerne Linseneintopf mag, habe ich Linseneintopf mit Kartoffeln auch nochmal mitgenommen. Dass man mal guckt, weil, wie gesagt, ne, es ist halt Bio. Und ja, wenn es schmeckt, ne, Bio zu bezahlbaren Preisen. Finde ich einfach gut. Dann habe ich noch Vielblütenhonig mitgenommen. Ja, der ist halt ein Klopper. Ich mag halt gerne den, wenn der so ist, ne? Weil ich nehme den ja immer in meinen Tee rein und ich trinke super viel Tee in letzter Zeit, was ja auch gesund ist. Und ja, da komme ich halt einfach besser mit klar, als wenn der halt super flüssig ist. Sonst schmattert mir das Glas halt zu sehr zu. Blumig und süß ist der und ja, das finde ich gut. Das mag ich auch gerne leiden. Dann der beste Traubensaft überhaupt ist der von DM Bio, finde ich, der Naturtrübe. Und den mag ich unfassbar gerne. Und weil ich den halt so lecker finde, habe ich mir den einfach direkt, upsala, auch nochmal in groß mitgenommen. Und eine Packung davon steht schon unten bei uns und die habe ich eben auch schon zum Teil leer getrunken, einfach weil der lecker ist. Ne? Ein super leckerer, nicht zu süßer, aber auch nicht zu saurer Traubensaft. Ich finde den gut. Und Traubensaft ist ja auch irgendwie gesund, ne? Ja, dann esse ich super gerne. Ja, ich brauche aktuell halt recht viele Kalorien durch Stillen und so weiter, ne? Und da sehe ich dann immer zu, dass wenn ich abends dusche und dann fertig bin mit dem Duschen, dass ich mir dann halt irgendwie noch irgendwas esse, damit ich ja auch ein Stück weit gewappnet bin für die Nacht, weil auch da werde ich ja stillen und so. Und genau, dann esse ich mir meistens irgendwie so ein Joghurt mit Müsli zusammen oder halt, ja, was mir halt so in die Hände fällt. Oder mit, hatte ich letztens in der Foodbox drin, so witzig, oder in der Palmbox war das, glaube ich, so eine Art Knäckebrot mit Malz oder so. Und das brösel ich mir dann immer in den Joghurt rein und dann esse ich das halt. Ja, das geht aber natürlich zur Neige. Und dann habe ich mir jetzt Kerne und Saaten Granola mitgenommen. Beziehungsweise bestellt, weil ich das dann sehr gerne in den Joghurt rühren möchte. Und ja, ansonsten kann ich mir das natürlich auch morgens zum Frühstück essen, wenn ich möchte. Das vielleicht auch in Joghurt oder in Quark reinmachen. Aber da habe ich mir halt gedacht, dass es eine ganz gute Geschichte wäre, halt eben als, ne, Nachtsnack oder Abendsnack zu gönnen. Ja, so viel dann zu den Food-Sachen. Jetzt würde ich dann rüberschwenken zu den Mama- und Baby-Sachen. Und da fange ich zuallererst mit den Babylauf-Mama-Stilleinlagen an. Da gibt es diese Vorteilspacks. Die gibt es, glaube ich, auch im Laden zu kaufen. Ich meine, das dort auch gesehen zu haben. Ich brauche Stilleinlagen einfach, weil es sonst nass wird, ist klar. 6x30 Stück sind hier drin, den kommt man eine Weile mit aus. Aber ja, wie gesagt, ich brauche da halt auch ordentlich viele von. Da sind halt die 6 Packungen drin, ne? Ja, ist halt eine Großpackung, die sind dann ein bisschen günstiger, als wenn man sich die einzeln holt. Und wenn man so viel davon braucht, dann kann man sich auch gut diese Großpackung holen. Noch cooler würde ich das tatsächlich sogar finden, wenn du dann halt nicht in dieser großen Verpackung die Einzelverpackung drin hättest, sondern wenn halt wirklich die Einzelverpackung dann wegfallen würden. Dass man halt in dem Sinne auch noch Verpackung sparen würde. Das wäre cool, ja. Aber so ist es halt. Dann habe ich noch einen Still-Smoothie mitgenommen mit rote Früchte in Apfel. Ja, von Hippenmama. Und den hatte ich mir letztes Mal auch geholt. Den fand ich lecker. Und ab und an mal so ein Still-Smoothie ist gut, finde ich. Dann habe ich was mitgenommen. Also noch, ich klopfe auf Holz, hat Julius nicht irgendwie Schnupfen oder sowas gehabt, aber ich wollte jetzt einfach schon mal präventiv was haben, dass wenn dann der Fall der Fälle auftritt, dass man einfach was hat. So. Und deswegen habe ich mir so einen Nasensauger geholt. Leute, der ist von Braun. Ich wusste nicht, wie so ein Nasensauger heutzutage angewendet wird. Meine Mama hatte damals so ein Silikonei, da war so ein Stöpsel oder was auch immer drauf. Das hat die uns in die Nase gemacht und dann hat die das, bevor sie uns das in die Nase gemacht hat, zusammengedrückt und dann wurde das in die Nase geschoben und dann wird das halt aufgemacht und dann ist der Schnodder rausgezogen worden. Soll wohl nicht so sanft sein, keine Ahnung. Und deswegen gibt es sowas, was aussieht wie eine ganz interessante Pumpe. Und als ich gelesen habe, wie das angewendet werden soll, ja, ich glaube, mein Freund wird sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass er das mal irgendwann bei Julius macht. Ja, man hat es auf dem Bild gesehen, die Mutti steckt sich das, oder der Fadi, ne, dieses eine Ende in den Mund, das andere wird dann an das Nasending vom Baby gemacht und dann saugt die Mama.
Du kannst aber nicht so doll saugen, dass du die Schnodder von deinem Baby im Mund hast. Nein, also ne, da müsstest du ja durch den ganzen Schlauch durch. Und hier ist ja auch ein Filter dazwischen. Trotzdem finde ich das irgendwie Aber so von der Vorstellung her, ne, ist es tatsächlich auch deutlich sanfter, als wenn man das halt mit diesem Ei macht, was meine Mom halt damals... Ja, aber ich bin ja auch groß geworden. Egal, ich habe mir auf jeden Fall dann auch nochmal 20 Ersatzfilter geholt, ne, weil die ja offensichtlich irgendwann schmodderig sind. Und ich denke, man muss die sowieso, das sind ja auch eher Einwegfilter, ne, dass man die irgendwie auch nur bei einem Mal dann hat und dann wechselt man die ja aus. Ne? Ja, da sind wir auf jeden Fall vorbereitet. Genauso noch wollte ich gerne vorbereitet sein, dass wenn wir dann irgendwie, das dauert ja noch ein paar Monate, aber trotzdem, dass wenn man dann irgendwann halt Beikost gibt, dass man halt Löffel da hat und ab 4 Monaten. Ja gut, Julius ist jetzt 2 Monate. Schon über 2, nee, der ist jetzt 2 Monate. Ein bisschen über 2 Monate doch. Genau, dann habe ich Löffel gekauft. Ja. Ja, hier steht auch ideal zum selber löffeln, vielleicht, wenn die so lange halten, ne, ist ja toll. Aber ja, hier habe ich einmal 5 Stück, das sind halt so ganz normale. Und dann habe ich hier 3 Stück, die sind ideal zur Temperaturkontrolle der Nahrung, weil die sich wohl irgendwie auch verfärben. Was ich auch ganz schön fand. Ja, aber ich habe einfach beide mitgenommen, ne. So. Weil die einen sind auch größer als die anderen, sehe ich gerade. Okay, nachgekauft habe ich hier von Velida Baby die Wundschutzcreme Nappy Change Cream. Die verwenden wir super gerne für Julius, ne, überall. Weil das halt mit Calendula oder Calendula, ja, ist, habe ich von irgendwem geschenkt bekommen, einem Babypaket. Also vielen, vielen Dank an diejenige, die mir das geschenkt hat, weil das einfach die perfekte Creme für Julius ist. Und ja, jetzt habe ich einfach ein Backup gekauft. Die ist, glaube ich, ein bisschen größer, ne? Ich glaube, eine 30 ml Creme habe ich hier noch zu Hause in Anwendung. Das sind jetzt die 75. Richtig, richtig gut. Ich glaube, von Corinne habe ich das Geschenk gekriegt. Oder von Melli. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher. So, dann habe ich noch ein bisschen was gekauft. Auch da einfach mal so heute schon an morgen denken quasi, weil... jetzt gerade geht der Winter zu Ende oder die Weihnachtszeit geht zu Ende oder ist zu Ende und die ganzen Shops reduzieren dann Kleidung, die mit Weihnachts- oder Winterprint ist und dann habe ich mir gedacht, naja, Julius wächst ja noch, aber es gibt ja noch diverse Winter, die er durchlaufen wird und dementsprechend habe ich dann mal online geguckt, wie groß ist ein Baby mit einem Alter von ungefähr 1 Jahr und habe dann die Sachen in der Größe bestellt, die er dann höchstwahrscheinlich haben wird und habe dann ungefähr 50% gespart. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, wahrscheinlich wisst ihr das alles schon, aber einfach so für, ne, weil ich finde, dass, also Babykleidung hat ja in dem Sinne keine Mode, so was Pyjama und Strampler angeht. Deswegen, ne, warum nicht? Also fand ich jetzt einfach irgendwie total logisch. Und als ich das in dem Ausverkauf gesehen habe online, habe ich mir gedacht, ja, los Claudinchen, sei mal nicht so dumm. Und dann habe ich ja in der Größe 86,92 einmal hier von Puss Blue so ein, Body mitgenommen. Guck mal, der sieht auch so groß schon aus. Wow. Und da hast du halt so Weihnachtswichtel und so Tannenbäume drauf. Fand ich unglaublich hübsch, ne? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Julius nächsten Winter so groß sein soll. Wahnsinn. Okay. Ja, dann habe ich hier das nächste. Auch das ist ein Strampler, auch das von Puss Blue. Der ist jetzt aber in der Größe 74,80. Also ich weiß ja nicht hundertprozentig, wie groß er dann sein wird, ne? Und, Schneeflocken drauf, das schon siehst. Cooler sind natürlich Wickelbodies, ist klar, aber die waren jetzt so hart reduziert. Das ist ein Pyjama. Der ist echt riesig, weil da einfach die Beine dran sind. Sieht das so groß aus. 1 bis 2 Jahre, ja. 86,92, ne? Guck mal. So groß. So groß. Da passe ich ja fast rein. Nein, ich passe da bei weitem nicht rein. Aber ja, ist auf jeden Fall mit Rentieren und süß und keine Ahnung, ne? Fand ich auf jeden Fall ganz sinnvoll und deswegen habe ich den einfach schon mal mitgenommen. Ich glaube, wenn ich den in die Wäsche packe und mein Freund sieht das, denkt er sich auch, die Frau hat irgendwie einen Lattenschuss. Aber in einem Jahr denkt er sich, die Frau ist ganz schön schlau. Dann auch in der Größe 86,92 ein super... Oh, den finde ich geil, Leute. Wirklich, der ist ganz weich. Ja, der ist richtig, richtig, richtig weich. Aus so Niki-Stoff ist das, ne? Und da hast du so Pinguine drauf.
Oh mein Gott, ist das niedlich, ja. Finde ich unglaublich niedlich. Ein winkender Pinguin. Oh mein Gott, ja. Finde ich sehr süß, ja. Und es gab halt die Sachen, glaube ich, auch gar nicht mehr in Julius aktueller Größe. Aber ganz ehrlich, Julius hat ja genug Sachen jetzt, ne? Das ist wirklich jetzt für später. Nun, dann war ich ja bei DM vor Ort und weil Julius ja jetzt geboren und so weiter, ne, gab es ein Schächtelchen. Ja, theoretisch könnte man hier den Namen draufschreiben. Das ist von Glückskind. Das ist schon süß. Mit diesen Kindern, die halt sich so Sachen angezogen haben. Das ist schon süß. Ein Elefant, ein Tiger, eine Giraffe, ein Affe, ein Papagei, ein Chamäleon. Süß, 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 süß. Okay, das machen wir jetzt einfach mal auf und gucken rein, was da drin ist. Okay, ne? Habe ich die Box mitgekriegt. Da ist ja einmal ein bisschen Werbung. Hurra, das größte Glück beginnt ganz klein. Ach, guck mal, Klebefläche. Kannst du irgendwas basteln? Ja, wenn man da Zeit und die Muße für hat, dann kann man das durchaus machen, ne? Wolken. Warum Wolken? Weil du da wahrscheinlich ein Mobili oder so ein Kram draus basteln kannst, ne? Über den Wolken muss das Träumen wohl grenzenlos sein. Genau, ein Mobili machst du daraus. Ja, süß. Dann habe ich hier drin Erstlingssöckchen von Alana. Oh mein Gott, das ist ja süß. Oh nein. Guck mal, da sind Bärchen drauf. Oh mein Gott, das ist süß. Ja, das gab es halt für Umme, ne? 15 bis 16 ist die Größe. Dann sehr gut Stilleinlagen, kann Mama gut gebrauchen. Ja, da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, das wollte ich mir eigentlich nachkaufen. Brauche ich nicht, habe ich jetzt hier drin. Von Froschbaby den Spülreiniger. Das ist ganz toll für die Milchpumpe, die ich habe. Oder ja, halt dann auch für die Fläschchen und für die Nuckis und so, ne? Das ist total klasse. Dann habe ich hier eine Creme drin, die Nuturing Cream. Aha. Das kenne ich nicht. Mit Mandelöl für Baby und Kinder, 15 Milliliter. Genau, das ist die hier. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Die Marke habe ich auch noch nie gesehen. Dann von Nook habe ich hier. Süß. Den habe ich letztens nochmal neu gekauft, weil ich den so toll fand. Julius hat nämlich schon einen davon. My First Nook. Das ist ein Schnuller. Ja, kiefergerecht und stillfreundlich. Ja, schon süß, ne? Also ein Schnuller. Den hast du hier mit drin. Dann, ups, hast du hier von Babylove Premium Windeln noch in der Größe 2 Mini, 3 bis 6 Kilo, also genau seine Größe aktuell, ne? Oder noch seine Größe. Mit Koalas drauf von Babylove. Also wir haben die Aldi und Lidl Windeln entdeckt, dass die, also gerade die Aldi Windeln, die sind am besten bei Julius aktuell, weil die am wenigsten auslaufen, am wenigsten einschneiden und so. Also die passen wirklich am besten aktuell. Kann sich ja alles ändern. Dann Pampers Harmony Aqua, da haben wir hier die Babypopotücher. Zeit für Berührung, Babymassage mit Glückskind, das ist auch schön, das kann man sich mal angucken. Ich werde aber sehr wahrscheinlich zu einem Babymassagekurs gehen, ne? Genau, aber hier steht auch noch mal alles beschrieben drin. Ja, und das wäre dann die Box gewesen. Guck an, dann habe ich euch auf jeden Fall mein DM-Haul gezeigt. Also, ja. Also ich finde diese Box auch echt nett. Ne? Also du kriegst ja auch am Anfang der Schwangerschaft habe ich ja so einen Stillschall bekommen. Dann bekommst du hier was und da was und so. Und immer wieder Vergünstigungen. Finde ich persönlich ganz nett. Also dass man halt da einfach die Möglichkeit bekommt, ein bisschen was zu sparen. Da war meine Zeit vorbei hier schon. Mensch, wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt bei mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!